Meine herzallerliebsten Zuschauer da draußen, also genau ihr, hallo und herzlich willkommen zurück bei Far Cry Primal. Ich habe gerade den Part angefangen und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich übelst pissen muss, aber ich hoffe, dass ich noch ein Part hinkriege, ohne auf Klo zu müssen. Ansonsten mache ich gleich einen Cut. Ich habe nämlich heute, also es ist jetzt gerade 1 Uhr und ich habe heute schon 1 Liter Wasser getrunken, das relativ viel ist, weil ich habe jetzt mir vorgenommen, mal wieder ein bisschen mehr Wasser zu trinken, weil ich eigentlich gar kein Wasser getrunken habe. Mein Körper ist das nicht mehr gewöhnt, so viel Flüssigkeit. Naja. Mal eben auf die Karte gucken. Beim letzten Mal haben wir unser Dorf verteidigt. War ein langer Part, heute hoffentlich nicht so lang. Aber wir haben unser Dorf erfolgreich gegen die Udampfer verteidigt. Und wir wollen jetzt eigentlich, was haben wir denn hier? Winger helfen Bessie töten, jage Raubtierrudel, die Winger bedrohen, Schwierigkeit leicht, XP und Tierhäute. Achso, das sind so Nebenziele. Und die Fragezeichen sind unbekannte Orte. Ja gut, also wir haben ja jetzt hier so 3 neue Markierungen, nämlich einmal von Jaima der Jägerin, von Wogar dem Handwerker und von Karosch dem Krieger. Karusch, das ist lustig. Bei WoW gibt es einen Charakter, der ist Garrosch und der ist auch Krieger. Vielleicht fangen wir einfach unten an. Suchen zuerst Jaima die Jägerin. Bring Jaima die Jägerin in dein Dorf. Sie wird dir beibringen, wie du deinen Jägerblick verbesserst und dir mehr über die Bestienmeisterjagd erzählen. Schwierigkeit Mittel, mittlere XP-Menge und ein neuer Spezialist fürs Dorf. Dann würde ich doch sagen, wir machen uns auf den Weg. Achso, Nahrung und Gesundheit. Du hast das Geschwindigkeitsbooster-Rezept freigeschaltet. Drücke Pfeil nach links, um das Nahrungsmenü zu öffnen und es dir anzusehen. Sammle Fleisch und Pflanzen, um Nahrungsrezepte herzustellen. Hilf Seiler weiter, um neue Rezepte freizuschalten, die dich sowohl heilen, als auch mit temporären Fähigkeitboostern versorgen. Okay, das ist neu. Heilung. Warte mal. Primitive Heilung, einfache Heilung, notdürftige Heilung, volle Gesundheit. Geschwindigkeitsbooster, Fährtentarnung. Geschwindigkeitsbooster. Kostet Fleisch und Blaublatt. Heilt 2 Gesundheitsbalken und wir sprinten 33% schneller. Wir können schneller schwimmen und wir halten länger den Atem an. Aha, das ist ja gar nicht schlecht. So, jetzt haben wir so einen Geschwindigkeitsbooster gemacht. Achso, und jetzt können wir 33% schneller sprinten. Das ist praktisch, vor allem, weil wir jetzt ja eine größere Distanz zurücklegen wollen. Cool, finde ich gut. Wir sind ja nämlich 1200 Meter oder so und wenn wir halt so weit laufen, kann es ja gar nicht schaden, vielleicht ein bisschen schneller zu rennen. Ich werde jetzt gar nicht so drauf achten, ob wir jetzt irgendwie im Arm laufen. Wenn jetzt tatsächlich irgendwie ein Wolf oder Udam oder so hier sind, dann sprinten wir einfach weiter. Wir sind ja jetzt relativ schnell und dann können wir hoffentlich an denen vorbeilaufen. Also muss ich mir merken, okay, wir wollen Blaublatt mitnehmen, wenn wir es sehen. Wir haben ja schon geskillt, dass wir auf der Karte sehen, wenn Pflanzen in der Nähe sind. Das heißt, Blaublatt sollten wir mitnehmen für die Geschwindigkeitsbooster. Das wäre ja vielleicht gar nicht schlecht. So, ich sprinte aber erstmal weiter. Und, oh Gott. Na gut. Das war's dann erstmal hiermit. Ich hoffe, wir sterben jetzt nicht. Nee, alles gut. So, hier haben wir Grünblatt zumindest. Hallo, Ziege. Fadasi-Höhle. Wir haben einen Ort entdeckt. Das ist wahrscheinlich einer von diesen Orten, die... Genau, da war so ein Fragezeichen auf der Karte. Jetzt muss ich nur mal schauen, dass wir da drum rumkommen. Also wir müssen hier außen rumlaufen. Ist ja doch dann relativ weit, ne? Ich glaube, dass mein Geschwindigkeitsbooster auch schon wieder weg ist. Hätte ich mehr Blaublatt, könnten wir noch einen reinschmeißen, aber... habe ich, glaube ich, keins mehr. Können wir ja nachgucken. Nee, haben wir nicht mehr. Uns fehlt Blaublatt. Und das Ding hier macht, dass es Tieren erschwert wird, uns zu entdecken. Das ist auch nicht schlecht eigentlich. Warte mal, wo habe ich nochmal meine Tierübersicht? Ach so, nee, damit rufe ich die Eule. Ich wollte eigentlich meinen... Nee, ich wollte eigentlich meinen Wolf rufen. Aber irgendwie weiß ich gerade nicht mehr ganz, wie ich die Übersicht öffne. Ah, warte mal. Rothundzähmen, bla bla bla. Zähmbaren Oros, der Wolf. Bestie wiederbeleben, genau, das hatte ich eigentlich machen wollen. Weil wir haben den Wolf nämlich, der ist nämlich gestorben. So, das wollte ich doch nur machen, dass der wieder mit uns rumläuft und uns im Notfall verteidigt. Wildschweine! Wildschweine häutig, da haben wir nämlich 2 Fälle von verbraucht für, ich glaube, für unsere Eingeweidetasche, die jetzt ein bisschen größer ist. Und er hat mir auch gerade angezeigt, es würden Pfeile fehlen, deswegen stellen wir mal noch ein paar Pfeile her. Ich drücke immer die falsche Taste. Ich drücke immer Viereck und mache einen Brandpfeil, statt Pfeile herzustellen. So. Okay, da drüben sind Gegner. Unser Wolf schlachtet da schon wieder irgendwas ab. Was hast du denn da jetzt schon wieder erlegt, Kollege? Irgendwas hat er hier erlegt. Ist das ein Wildschwein? Tatsache, der hat echt einfach ein Wildschwein. Na gut, ich meine,
Ist ja nicht schlecht. Haben wir ein bisschen Fleisch und oh Gott, ein Bär. Ja, wir erinnern uns, Bären, da habe ich bisher keine guten Erfahrungen, deswegen laufe ich da jetzt schön drum rum. Und lass den Bären seines Weges ziehen. So, Grünblatt nehmen wir mit. Den brauchen wir ja, glaube ich, für die Medizin. Die Udam, die ich da links sehe, die lassen wir jetzt einfach mal da, wo sie sind. Oh Gott, der Bär ist riesig, Mann. Alter, warum sind hier so viele Bären? Weil hier Honig ist, deswegen. Oh, habe ich jetzt die Bienen... Ich glaube, jetzt habe ich die Bienen freigelassen. Und die haben jetzt den Bär verjagt. Und der Bär, der schlachtet jetzt die Udam ab. Alter, vor allem der ist riesig, Mann. Der ist wirklich gigantisch, der Bär. Aber das Gute ist, der hat sich um die Udam gekümmert und lässt uns hoffentlich in Ruhe. Ich laufe auf jeden Fall so ein bisschen drumrum. Das riskiere ich jetzt nicht, da mich mit dem anzulegen. Irgendwo hier ist auch ein Udam noch, der uns gesichtet hat. Oh, hi. Da ist er doch. Kopfschuss, so. Und ich höre den Bär da drüben noch, deswegen bin ich dafür, dass wir schnell weiterlaufen. Wir lassen den Bär einen Bär sein und der Bär lässt einen Walle sein. Das ist zumindest meine Hoffnung. Okay, das ist halt schon so eine wilde Wildnis hier, ne? Man fühlt sich irgendwie ein bisschen unsicherer, finde ich, als in anderen Far Cry Time, wo man mit dicken Raketenwerfern und so rumläuft, weil man hat halt nur Pfeil und Bogen und es sind hier irgendwelche Bären unterwegs, die einen relativ schnell killen können. Die Udam sind hier unterwegs, die einen abschlachten wollen. Also man fühlt sich ein bisschen weniger sicher, finde ich, als in den anderen Far Cry Teilen. Aber das ist ja gar nicht schlecht. Ich meine, das Leben damals war wahrscheinlich auch nicht so leicht. So, meine Güte, wie weit ist das denn noch? 500 immer noch. Das ist schon riesig, oder? Schon weit. Mal gucken, wie groß ist denn die Karte noch da hinten? Ich kann das nicht genau erkennen, aber das sieht alles noch nach Karte aus hier. Das drumrum, das ist, das ganze Braune ist ja nur Ende der Karte, glaube ich, deswegen... Aber da geht es schon noch relativ weit. Da ist ein Ringwall-Außenposten, den sollen wir erobern. Wo sind wir denn jetzt gerade? Wir sind hier, wir sind daran vorbeigelaufen. Wir könnten den Außenposten eigentlich erholen, können wir aber auch später machen. Und hier haben wir Bestie töten, Weenja helfen. Wie weit ist das denn von uns? Das müsst ihr ja direkt, genau, das direkt neben uns. Vielleicht können wir das eben machen. Eine Bestie töten. Lagerfeuer entdeckt. Neuer Wiederauferstehungspunkt freigeschaltet. Okay, du brauchst Hilfe. Ja, ich bin hier. Irgendwelche Bestien sollen wir töten. Ja, und das ist jetzt... Sie hat uns jetzt die Aufgabe gegeben, aber und jetzt? Jetzt sehe ich ja keine Aufgabe. Ich höre zwar irgendwas. Aber die Aufgabe an sich, wird mir noch nicht angezeigt. Ein gewöhnlicher Bär. Warte mal, das ist der Braunbär. Zumindest sehe ich da nichts von. Gott, ich muss auf Klo, Mann. Du hast uns jetzt eine Aufgabe gegeben, aber... Irgendwie sagst du nicht genau, wo ich hin soll. Belohnungslager können wir auch öffnen. Das können wir, also da können wir drauf zugreifen von hier aus. Das ist ja ganz gut. Ausruhen können wir uns. Das ist alles schön und gut. Aber sie hatte irgendwas gesagt von wegen töte die Bestie. Aber hat dann irgendwie nichts weiter gesagt. Von wegen welche oder wo. Steht auch nirgendwo. Na gut, dann werde ich mal wieder den Höhlenlöwe. Eine gefährliche Katze, die klettern kann. Zähmbar. Na gut, ich mache mir erstmal wieder hier den Wegpunkt zu der guten Jaima. Und wir laufen weiter in die Richtung. Wir haben da ja den Punkt jetzt freigedeckt, das heißt, da können wir später auch nochmal hin. Aber erstmal würde ich ganz gerne jemanden für mein Dorf finden. Aber das ist halt schon, also man muss schon weit laufen, ne? Ist schon eine kleine Wanderung hier durch die Gegend. Meine Güte. So, das Ding rollt jetzt ins Nimmerleinsland. Na geil. Wer hat sich das denn ausgedacht? Schalte die Kletterkralle im Handwerksmenü frei, um das benutzen zu können. Hast du schon wieder das Wildschwein geschlachtet? Och Gottchen. Wolf, du sollst doch nicht immer alle Wildschweine schlachten. So, ich soll irgendeinen Kletterhaken freischalten. Mal eben gucken. Fähigkeiten.
Wahrscheinlich ist der irgendwo und ich habe noch keine Punkte dafür. Ja, hier ist die Kletterkralle, aber dafür müssen wir erstmal in der Mission weiter vorankommen mit Voga, dem Handwerker, den wir ja auch erst noch finden müssen. Heißt das denn, dass ich jetzt hier gar nicht runterkomme oder ist das, also sterbe ich, wenn ich da runtergehe? Ich weiß es nicht, aber eigentlich müsste ich da unten weiter, oder? Mal gucken, was sagt denn die Karte? Eigentlich muss ich da unten weiter. Ja, warte mal, wär vielleicht ganz gut, wenn wir da das Lager, das Leuchtfeuer holen. Weil dann können wir da per Schnellreise, dann haben wir zumindest hier hinten schon mal einen Schnellreisepunkt. Dann können wir von da nach da. Das wäre ja soweit gut, aber ich muss erstmal irgendwie hier runterkommen. Vielleicht ein bisschen weiter drüben oder so, weil es ist irgendwie... Ja, wenn wir hier vorsichtig runter, dann sterben wir vielleicht nicht. So, ne, von Vorsprung zu Vorsprung. Oh, war knapp, aber wir haben keinen Schaden bekommen. Okay, dann ist gut. So. Also, ich weiß ja nicht, ob wir da heute noch ankommen, aber ich werde jetzt zumindest mal das Leuchtfeuer holen, dass wir dann hier immer wieder hin können per Schnellreise. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Steinwacht-Leuchtfeuer entdeckt. Ach ja, man muss sie ja erst noch freikämpfen. So war das, ne? Man muss sie erst freikämpfen und dann kann man die benutzen. Also, wir haben hier mehrere Gegner. Drei Stück, wenn ich das richtig sehe. Und ich sende jetzt erstmal meinen Wolf dahin, wollte ich eigentlich sagen. Aber der hat es irgendwie noch nicht... Oder doch, er läuft. Okay, der Wolf hat den einen von den dreien. Den anderen habe ich. Und den holst du dir jetzt noch. Zack. Ah, ich finde das schön, wenn man einfach dem Wolf sagt, komm, töte. Und er tötet. So gefällt mir das. Sehr braver Kerl. Ganz ein braver Kerl bist du. Dafür heile ich dich erstmal. So, bitte ein bisschen lecker Fleisch. Nur das Beste für meinen Rolf, ha? Einmal streicheln hier den Kleinen. Ist der nicht süß, der Kleine? Und doch so blutrünstig. Süße, weiche Ohren hat er. So, wie war das hier mit dem Leuchtfeuer? Ich glaube, wir müssen das nur anzünden, ne? War das so? Ich glaube, ja. Jo, sieht gut aus. Das ist schön, weil dann können wir nämlich hier immer per Schnellreise hin und müssen nicht mehr so weit laufen. Das ist super. Ouija-Bevölkerung wird auch erhöht. Das war Leuchtfeuer Nummer 2 von 16. Seht ihr, jetzt haben wir hier einen Schnellreisepunkt. Das ist super. Das ist super. Ist aber noch nicht ganz das, was ich schaffen wollte. Ich wollte nämlich eigentlich zu ihr hier. Aber dafür müssen wir noch ein bisschen weiterlaufen. Sind immer noch 400 Meter. Ups, ich laufe hier immer. Da sind ganz schön viele Abhänge und Klippen hier in dem... In der Karte hier. Und plötzlich fällt man dann wieder irgendwo runter. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Oh, Udam. Aber gegen was kämpfen die? Vielleicht muss ich die gar nicht töten. Das sieht so aus, als kämpfen die... Nee, die kämpfen gegen Ouija, kann das? Dann werde ich doch mal meinen Wolf da vorbeischicken. Komm, friss, Kollege. Okay, das sind von uns die Jungs. Oh, und hier ist eine Wildkatze. Nein, lass meinen Wolf in Ruhe. Ich meine, die kann ich auch noch irgendwann... Ah, ich glaube, wir haben ihn. Die kann ich auch irgendwann sämen. Das finde ich natürlich auch ganz geil. Würde ich auch ganz gerne machen. Aber erstmal habe ich ja meinen Wolf und der Kollege, der hat uns angegriffen in dem Fall. Höhlenlöwenfell. Ich dachte gerade, es hat geklingelt. Vielleicht hat es auch geklingelt, aber ich habe es... Ich weiß es nicht. Eigentlich wollte ich so spielen, damit ich genau das höre, weil es nämlich heute irgendwelche Pakete kommen sollen und dann wäre es gut gewesen, wenn ich das hören würde. Aber ist egal. Ich glaube, es hat nicht geklingelt. Vielleicht habe ich es mir eingebildet. Diese Höhlenlöwen können wir auch irgendwann zähmen. Fände ich cool als Begleiter. Aber erstmal haben wir den Wolf, wie gesagt, und weil der uns angegriffen hat, haben wir den jetzt erstmal ausgeschaltet. So, da kommen noch neue Udam. Vielleicht schalten wir die dann auch noch eben aus, bevor die jetzt hier unsere Ouija-Kollegen ausschalten. Oh mein Gott, ich liebe Speere, Mann. Die Dinger sind der Hammer. Du hast doch schon Pfeile in dir stecken. Wie wär's, wenn du stirbst? Und noch einer. Ne, da kommt sogar noch... Ne, da oben kommt noch einer. Ja, mein Wolf macht das schon. So, und da kommen sogar noch mehr. Jungs, wie wär's, wenn ihr mal unsere Leute einfach in Ruhe lasst? Dann kann ich auch weiter. Oh Mann, der Bogen ist schon geil. Du kannst einfach so schön... Alter, wie viele hier sind, oder? Ich meine, wir haben jetzt echt schon einige ausgeschaltet und es kommen immer noch neue. Ist ja ein richtiger Bandenkrieg hier. So, aber ich verteile hier weiter schön die Headshots und hoffe, dass dann jetzt endlich mal Ruhe ist. Finde ich aber nett von mir, dass ich denen geholfen habe, oder? War doch nett von mir, ne, Kollege? So, komm, Wolfi, Rolfi, wir ziehen weiter. Und ich lasse jetzt mal ein Ohr draußen, auch wenn es scheiße aussieht. Vielleicht höre ich dann, falls es klingelt,
Ganz gut, dass ich mich daran erinnert habe. Aber vielleicht hat es ja auch schon geklingelt eben, dann ist eh schon zu spät, aber ist egal. Wie konnte ich nochmal Bestien Sam? Wo ich die gerade so sehe, habe ich ja irgendwie doch Lust. Aber es sind halt leider zwei. So, ich habe einen Köder geschmissen, aber die Katze interessiert sich nicht dafür. Und ich kann, ich glaube, ich kann die gar nicht, wahrscheinlich kann ich die gar nicht zähmen, solange mein, oh mein Gott. Oh, die frisst mich auf. Wahrscheinlich kann ich die gar nicht zähmen, solange ich selber ein Tier dabei habe, oder? Also, ich würde es einfach mal vermuten. Dadurch, dass ich selber noch den Wolf draußen habe, dass ich die dann nicht zähmen kann. Und jetzt kommen schon wieder neue Udam. Kann das sein? Meine Güte, ey. Komm, steh auf, mein Lieber. Ich brauche dich. Was soll das denn? Warum sind hier so viele Udam? Ich habe eben schon 10 locker gekillt und es kommen noch mehr. Es sind wirklich viele hier. Da rechts ist noch einer hinter uns. Und die Bestien, die machen es auch nicht besser, die uns hier jagen. Die andere ist, glaube ich, auch nicht gestorben. Ich glaube, die ist weggerannt. So, Ziege haben wir hier noch liegen. Also ich vermute mal, wir müssen den Wolf wegschicken und müssen dann einen Köder schmeißen und dann kann man irgendwie... Ach doch, sie ist gestorben. Und dann kann man die irgendwie zähmen, vermute ich mal, der Höhlenlöwe. Vielleicht haben wir aber auch noch gar nicht die... Ich glaube, da muss man auch erst die Fähigkeit für freischalten, oder? Warte mal, Fähigkeiten... zähmen... nee, Moment, wo war das denn? Wildkatzen-Zähmen. Hier, Höhlenlöwen, genau, das müssen wir erst freischalten. Machen wir das doch mal. Dann können wir nämlich demnächst auch hier den, so einen Höhlenlöwen uns mal besorgen. Weil ich finde den echt... Also Rolf, der Wolf ist süß, aber... So ein Höhlenlöwe fände ich, glaube ich, auch nicht schlecht. Als Begleiter. Der sieht nämlich auch ganz gut bissig aus. So, schaffen wir es jetzt noch? Eigentlich ist der Part schon vorbei und wir sind noch nicht mal angekommen. Aber es sind halt auch überall Udam und alles, ne? Dann kommst du nicht so weit. Aber wir sind jetzt theoretisch fast da. Ich weiß jetzt nicht, soll ich noch mit der sprechen? Dann dauert es irgendwie, dann ist der Part wieder so lang. Oder machen wir das beim nächsten Mal und... Lassen das jetzt gut sein für heute. So, Kollege Gummibaum, was kann ich für dich tun? Geh sterben. Tasche ist voll. Ja, meine Tasche ist irgendwie immer voll. Aber ist ja eigentlich eine ganz gute Sache, wenn die voll ist. So, noch den Berg rauf und dann sind wir da. Ja, die Karte ist wirklich nicht so klein. Und da sind noch mehr von denen. Glaub's ja nicht, warum sind hier so viele, Mann? Ist wirklich krass. Also, wir haben jetzt unterwegs so viele von denen getroffen. So, und ich verteile hier weiter schön Headshots, aber... Oh, der war gut. Schön im Laufen habe ich dem einen Headshot gegeben. Das war gar nicht schlecht, Mann. Also, ich kann die ja ruhig alle ausschalten, so ist es nicht, aber es wundert mich halt, dass so viele unterwegs sind. Und ansonsten bin ich relativ treffsicher, was die Köpfe angeht, finde ich. Insofern, das ist kein Problem, aber irgendwie wundert es mich halt. So, was haben wir hier? Südpurblatt oder sowas? Südpurblatt. Ja, nehmen wir das doch mit. Höhle von Hazari entdeckt. Und hier sind wir richtig. Hier könnten wir Jaima rekrutieren für unser Dorf, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber dann ist das jetzt halt ein Wanderpart gewesen. Wir müssen wahrscheinlich auch noch für die anderen Charaktere relativ weit laufen, töten und jagen. Aber bevor jetzt gerade die, da kommen schon wieder welche auf der Karte angerannt, bevor die jetzt kommen, mache ich erstmal Pause und würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da und beim nächsten Mal kriegen wir hoffentlich die gute Jaima rekrutiert. Wir sind ja jetzt quasi direkt da. Bis dahin, euer Walle, bye bye. Abgegeben, was einfach nur traurig war. Ein bisschen schade. Na gut, schauen wir mal nach, was ihr so in die Tasten geklatscht habt. Wie gesagt, ich bin schon sehr spät dran, deswegen will ich das nicht so mega lang machen heute. Hey, ich bin gespannt, ob du bis zum nächsten Sonntagsvideo die 150.000 Abos geschafft hast. Das haben wir geschafft, insofern Dankeschön dafür. Danny Jeston hat mehr Abos als du. LOL. Schreib